So, hallo und seid herzlich willkommen. Wir sind wieder im Jahr 1988 und sind hier auf der LBG Schwarzen Pumpe. Nee, sind wir nicht. Wir sind auf dem Weg zum Schlachthof. Vor uns ist hier der Jens, der hat die ganzen Schweine geladen. Und ja, wir drei armen Würstchen fahren hier mit meinem Motorrad hinterher. Unsere schönen Traktoren mussten wir abgeben. Also, bei mir sitzt im Beiwagen der Mike. Halli, hallo, Hallöchen. Und hinten drauf, oh, der umarmt mich aber extrem, der Holger. Hallo zusammen. Und der Jens, ja, der kämpft vorne mit den blauen Russen. Ja, sehr zum Kämpfen, ja. Oh, hier ist noch ein angefangenes Bier. Brauchst du das noch? Nö, ich hoffe, du hast die Kiste mit festgehalten auf dem Schoß. Ja. Das ist gut. So. Gibt's das Ding auch in sauber eigentlich? Das Motorrad oder sieht das immer so aus? Naja, das ist aber so ein Tarnanstrich, weißt du, das sieht's der Chef nicht so. Wenn ich das hier zwischen die Bäume stelle, sieht das kein Schwein. Stimmt. Boah. Komm, geh weg, du Sumse. Holger, mach den Mund zu, hier sind überall Bienen. Ja, ich merk schon. Deswegen sage ich ja nichts. So, wir stellen mal das Ding hier am besten hier drunter. Da ist auch ein bisschen Schatten, wegen dem Bier, ihr wisst schon. So. Boah, was ein Ritt hier rüber. Ihr habt aber jetzt die Haare schön. So nach hinten. Hey, du hast dieselbe Frisur wie ich, glaube ich. Hm? Ja, komisch, cool. Ne? Ja. Puh. So, wollen wir dem Jens mal helfen hier? Oh, jetzt muss er da rückwärts hochschieben. Geht das? Soll man dich einweisen? Ja, wäre vielleicht ganz gut, wenn wir jemanden hinten... Gut. Warte, der Mike schaut schon. Ja, noch ein bisschen nach rechts. So, jetzt langsam gerade. Gerade. Komm, gerade. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Oh, überall die Bienen hier. Mann, Mann, Mann. Siehst du mich noch gerade? Ja, das reicht schon, reicht schon. Ich glaube, das reicht schon. Wenn sich hier einer hinstellt, dann können wir sie nachher da reintreiben. Genau, würde ich auch sagen. So, ich stelle mich mal hier hin. Genau, ich gehe hier hin und der Holger geht noch ein Stück rechts von mir. Genau, da können die nicht durch. So. Raus mit denen. So, dann schau mal. Wenn du auf die Hupe drückst, rennen sie vielleicht alleine. Ich weiß aber nicht, ob das Ding eine Hupe hat. Ah. So, meine sind Güte, wie geölter Blitz. Sind drin. Ah, mach zu die Kiste und gut. Ja. So. So. Also, Schlachter hat zu tun. Da trennen sich unsere Wege mit den Schweinen. Vielleicht sehen wir uns bald wieder. Einfach in einer anderen Form. Auf dem Teller. Beim Mittagessen, ja. Mit Pommes. Krieg ich irgendwie gleich Hunger. Ja. Jo. Ich glaube, da müssen wir noch mal in die Bierflasche gucken. Yep. Genau, wir gucken noch mal kurz und dann fahren wir zurück zur LBG. Und die Arbeit wartet. Die Arbeit wartet. Okay, die soll länger warten. Von mir aus soll die Schwarzwehren vorwarten. Was hat mir meine Nachbarin letztens erzählt? Die ist ja auch so eine Lustige. Hat sie gesagt, ja, ihr Chef hat auch zu ihr gesagt, die Arbeit ruft. Hat sie gemeint, ja, ruft. Ich sag ihr, ich ruf zurück. Fand er nicht lustig. Hm. So, haben wir jetzt hier noch ein paar Hülsen drin? Ja, muss noch reichlich da sein, glaube ich. Ja, reichlich ist Ansichtssache.
Okay. Jens, willst du auch eine? Komm rüber hier. Musst jetzt keinen Schiss haben. Komm, so eine Hülse geht schon. Ja, ein bisschen Schiss haben nicht schon. Na ja. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Quatsch. So, also. Prost, sag ich mal. Prost. 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 Na gut, so. Aber da möchten wir jetzt den Alten auch nicht zu lange warten lassen. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg zurück. Ja, wir sollen ja da irgendwie noch Mais machen. Ja, die 7 sollen wir dreschen. Fahren wir einer gleich mal vorbei, würde ich sagen, ob das überhaupt, wie das aussieht. Kommen wir eh fast vorbei, oder nicht? Ja, doch. Und okay. Der Alte hat noch gemeint, einer soll mal noch zur Melzerei eine Fuhre Gerste bringen. Und auf dem Rückweg für die Brauerei Braumalz. Hm. Und dann soll er mit abfahren kommen. Okay. Dann würde ich das machen. Und okay. Der Viehanhänger soll wieder zum LPG. Die muss zurück, ja. Da wird der Fuchsteufelswild, wenn der hier stehen bleibt. Okay. So, gut. Mike, mal was anderes. Du bist eigentlich auch so ein Motorradfahrer. Willst du mal mit der Karre eine Runde fahren? Ich fahr schon mal los, weil das... Ja, ich glaube, genau. Ich fahr mal eine Runde. Das dauert ein bisschen länger, das Fahren. Mach mal. So, Holger. Wo willst du denn hin? Aufsteigen. Ich würde mich hier um die Kiste mit den Hülsen kümmern, dass die nicht runterfällt. Ja, das ist gut. So. Aber die Tarnfarbe, die da jetzt drauf ist, ist doch okay, oder? Naja, Tarnfarbe. Die ist so gut, das sieht aus wie Dreck. Das ist Dreck. Aber es wirkt. Oh, sieht ordentlich los, das Ding. Tja. Aber was die Russen bauen, das ist eigentlich für die Ewigkeit. Mit dem Seitenwagen ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mach sachte. Ja, Rechtskurven haben es in sich. Jetzt hier. Nimm ruhig den Fuß hoch. Du kannst nicht umkippen mit Seitenwagen. Ah, ich bin mir da nicht so sicher. Eine Seite geht. Stimmt. Da ist aber die Sohle durch an der LBG dann. Oh. Rechts ist frei, links zahlt die Versicherung. Oder wie war das? Ja. Oh, jetzt geht's bergab. Festhalten. Oh, wir haben schon 80er drauf fast. Warte. Ich mach lieber langsam. Holger, du sitzt auch ganz verkrampft, aber mir geht's ähnlich. Ja, nicht, dass wir nachher noch mehr Fahrzeuge abgeben müssen. Ja, ne, vor allen Dingen, das ist ja meins hier. Dann muss ich zur Arbeit laufen oder Fahrrad fahren. Katastrophe. Du könntest mein Fahrrad haben. Ich habe noch ein altes. Aber da ist die Kette kaputt. Super. Das ist ein Laufrad oder was? Ja, bergab geht's gut. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Meine Simme, das ist irgendwie ein bisschen nicht so kraftvoll. So, müssen wir schauen fahren. Ja, genau. Oh, hier rechts, da ist immer schön da drin. Dort gefällt's mir. Puh. Ich glaube, der hat recht. Ja, das recht. Das müssen wir dreschen. Definitiv. Puh. Tja, leider. Naja, nützt ja nichts, ne?
Vielleicht fährst noch kurz bei der Brauerei rein, dass wir da nochmal die Kiste tauschen. Warte mal, da hinten ist nämlich gerade der Pförtner. Ich steig da mal kurz aus und tauschen mal das Leergut. Dann können wir gleich mal schauen, was die hier brauchen. Dann frag dir mal, wie der heißt. Wir vergessen den Namen doch immer. Mann. Hallo, Egon. Nein, Egon, nee. Ah, Mann. Wie heißt denn du nochmal? Wie, ich weiß das. Ja, ich weiß es gerade nicht. Ich habe von meiner Ollen eins mit der Bratpfanne drüber gekriegt. Seitdem habe ich irgendwie so Gedächtnislücken. Erwin. Ah ja, Erwin. Okay, Erwin. Frage. Ich hätte hier eine leere Kiste. Dürfte ich mir da eine von den vollen hier mitnehmen? Ja, eine nur. Okay, kein Problem. Schön. Also, dann hab schönen Dank und bis demnächst. Und einer von uns ist schon beauftragt worden, hier Braumalz zu bringen. Kommt heute noch irgendwann im Laufe des Tages. Gut, tschüss. So, Jungs, ich hab da was Volles mit. Boah, super. Der Tag ist gerettet. Und, hast du jetzt rausgefunden, wie er heißt? Ja, Erwin heißt er. Ich habe ihn mit Egon angesprochen. Da hat er mich angeguckt wie ein Bus. Sagt er, du weißt doch, wie ich heiße. Ich sag, nee, seit ich von meiner Ollen paar übergebraten gekriegt habe, klemmt's ab und zu mal. Beim Kurzzeitgedächtnis. Nein, nein, er heißt Erwin. Okay. Das ist immer blöd, wenn wir da jedes Mal hinfahren und fragen, hey du, weißt du? Ja, vor allen Dingen glaubt der das nicht, dass wir alle mit der Bratpfanne übergezogen bekommen haben. Ja. So, oh, der Alte ist auch da. Uah. Aber schöne neue Farbe, ne? Ah, der gut gemacht, der Freddy. Meinst du, dass das gut ist, hier anzuhalten, Mike? Ja, klappt das jetzt nicht mehr, wenn du eben da die Meinung geigst? Ich würde das jetzt erstmal nicht mehr tun wollen, nächster Zeit. Hm. Ja, Jungs, ich mach mich dann schon mal auf zur Mälzerei, ne, würde ich sagen. Jo. Hallo, Chef. Servus. Dickes Auto, Chef. Ja. Was? Schön, schön. Ich verstehe nichts, ich muss... Ja. Ja, wir sind jetzt unterwegs, wir holen die Drescher. Ja, ja, ja. Oh, der drängelt schon, Mike. Der drängelt schon. So. Das war sowas von klar. Du hast einen kurzen Weg, du hast es gut. Willst du erstmal einen Anhänger noch hinbringen zum Feld? Ja, mach ich. Wo liegen denn die Maisgebisse schon wieder rum? Ich glaube, unten bei der Kartoffelwaschanlage waren die. So, haben wir den noch Anhänger hier? Ach, da oben, ja doch. Wir können ja auch den W50 nehmen. Wofür haben wir denn das Ding? Wir können auch den W50 nehmen. Ich war ja bloß so, dann hättest du zurückfahren können und noch einen Drescher. Oder machen wir das mit einem? Ja, weiß ich nicht, ob du es mit einem schaffst. Ich nehme einen Traktor und bringe einen Anhänger runter. Das ist sicherer. Also hau mich nicht, wenn die Maisgebisse nicht da unten stehen. Ich bin mir nicht mehr sicher, du weißt. Ich hab Gedächtnislücken. Ja, bei mir brauche ich nicht mal eine mit dem Nudelholz. Ich vergesse jetzt schon alles. Wo sind denn die ganzen ZDs hin hier? Hier ist ja alles weg. Die haben wir doch weggebracht, die neuen. Ja, und die alten? Jetzt muss ich den Russe nehmen hier. Naja, egal. Einfach das, was. Ja, was war? Hier oben steht noch ein blauer, den kannst du auch nehmen. Ah, jetzt habe ich mich in den Russen reingesetzt hier. Ja, der blaue Russe, der steht da oben. Wir müssen einfach was machen jetzt hier. Sonst nimm du dir doch schon einen Drescher, Jens. Und fahr noch mit dem Drescher runter, dass der Alte sieht, dass hier Bewegung ist, sonst. So, ich bin weg, Jungs. Bis gleich. Ja. Bis gleich. Hast du Wegzerrung mit? Kipp nichts um. Wegzerrung? Ja. Falls du Durst kriegst unterwegs, so meine ich das.
Ich muss da zur Brauerei. Ich fahre nachher bei Erwin nochmal vorbei. Das ist gut. So, ich lasse dich erstmal durch hier. Danke. Komplett blöde Situation jetzt. Die schönen neuen Traktoren weg. Mann, Mann, Mann. Was mir so auffällt, ist auch komisch. Letztens bei dem Unfall von Jens war die ganze Straße voll und heute siehst du kein einziges Fahrzeug. Auch seltsam. Tja. Aber auch, dass da wirklich jeder vorbeikommen musste. So, warte mal, jetzt gucken wir noch mal, ob die Lichter gehen hier. Boah, funktioniert, sehr schön. So, oh, da kommt der Mike schon. So, der Chef, der steht schon wieder hinterm Fenster bestimmt, hinter der Gardine. Und schaut, dass wir was machen hier. Oh, alles gut, Mike? Irgendwie haut was mit der Lenkung nicht hin. Warte mal, ist das nicht der, den du von der Werkstatt geholt hast? War der Freddy da schon fertig damit? Keine Ahnung, hab den Freddy nicht gesehen. Puh. Na, wenn das mal gut geht hier. Ich dachte nämlich noch, der hätte gesagt, an dem Drescher wären die Buchsen von der Lenkung ausgeschlagen. Muss fertig sein, das Werkzeug ist noch alles drin. Super. Oder tja, wie war das? Weil das Blinkerrelais hat er ja immer noch nicht hingekriegt hier. Umzuklemmen. Ach, das interessiert ihn doch nicht. Was interessiert denn den überhaupt? Ja, alles so mit Bier. Na super. So. Du fährst ja jetzt erstmal vorgewendet, da würde ich mich erstmal dann dahinstellen. Oh, Jens ist auch schon da. Jens, ich fahre auf die abgeerntete Fläche vom Mike dann, ne? Ja. Du musst erstmal Warnblinker anmachen hier, falls da einer kommt. So. Ist alles montiert? Nee. Ah, gar nichts montiert. Ein Wunder, wenn jetzt der nicht geht. Jetzt hat's geploppt. Ich denke, jetzt läuft er. Zapfwelle dreht sich. Jawohl. So, jetzt geht's. Sehr schön. So, wenn ich mich hierher stelle, dürfte ich dem Jens nicht im Weg stehen. Hoffe ich mal. Langsam komme ich auch ganz gut mit der Technik hier zu Rande da. Ja, es ist ja einfach im Prinzip alles, ne? Da ist nicht so viel Elektronik dran. Paar Hebel, paar Seilzüge. Mach vielleicht bloß mal noch die Warnblinkanlage aus. So. Und was runter von dem Acker?
Überschaubar, ja. Oh, überschaubar. Klingt ja nicht gut. Ja, alles andere ist Arbeit. Naja, aber der Egon hat gemeint hier, das wäre schön gedüngt, das Feld, und... Ja, das sehe ich am Unkraut. Naja, das ist ja auch mitgedüngt. Eben. Das ist schön gewachsen, das Zeug. Ja. Kannst einen schönen Strauß Blumen für deine Holde pflücken. Aha. Ja. Ich wollte ja... Nee, ich habe nicht so viel Zeit. Erzähl mal, du bist doch letztens eher nach Hause. Wie war's denn so? Ja, das war ein Schuss in den Ofen. Oh. Konnte noch in unseren Garten Rasen mähen. Super. Wenn du schon so zeitig da bist, hat sie gesagt, dann kannst du auch noch was im Garten machen. Ja, in unseren Garten wollte ich aber nicht flügen, Rasen mähen. Naja. Dumm gelaufen wieder. Mein Plan war anders. Aber ich habe den Rasen gemäht, Bierchen aufgemacht. Na super. Angelausrüstung habe ich noch fertig gemacht. Fürs nächste Mal. Was schätzt denn ein, ob du das bis hier hoch schaffst? Ich schon, aber ich weiß nicht, ob der Drescher das schafft. Nee, sollte kein Problem sein. Gut, dann bleibe ich hier stehen. Ich hoffe ja mal, der Holger kommt dann auch bald zurück. Mal sehen, ob ich ihn anfunken kann. Mal sehen. Ach, das Funkgerät, da ist auch der ein Ausschalter, der klemmt hier. Hallo, Holger? Kannst du mich hören? Ja, René, ja, ich kann mich hören. Oh, das ist schön. Und, wie sieht's denn aus? Wie läuft's bei dir? Hast du das gefunden mit der Melzerei? Du kennst dich ja auch noch nicht gut aus hier. Ja doch, ich habe mich durchgefragt. Ich habe alles gefunden. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Brauerei. Das ist gut. Und, wie läuft's bei euch? Gut? Naja, es geht so. Also, Mike sagt, der Ertrag wäre jetzt nicht so üppig. Ach, da oben bist du ja schon. Ich sehe dich ja. Ja, ich bin gleich da. Ja, mach in Ruhe. Wir müssen uns jetzt immer zurücknehmen und dran denken, dass nichts passiert. Irgendwie Stress. Hektik bringt gar nichts, das stimmt. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber man wird dann so unsicher in seinem Tun, ne? So, wie viel geht denn noch rein in den Anhänger? Och, kann ich nicht drüber gucken. Ach, hallo Erwin. Ja, ich habe das Braumalz gefahren. Ja, schön. Hast du noch, du weißt schon, die René war schon. Ja, egal, René war schon. Komm, rein so. Hinten, ja, okay. Ja, danke, ja, ciao. War schon. Ich würde denken, Holger, wenn du zurück zum... Oder willst du mit dem Ding fahren hier? Weiß nicht, der Boden ist recht weich. Ich hätte sonst gemeint, es reicht, wenn du noch einen Anhänger holst und einen Traktor. So viel kommt hier nicht runter. Ja, okay. Aber hier, ich gebe dir schon mal meinen Ertrag von Erwin. Oh, das ist ja super. Dankeschön. Jo, bis gleich. Ciao. Jo, bis gleich. Kannst du den Jungs auch noch was auf den Drescher geben? Die werden bestimmt auch... schon schwitzen unter der Zunge. Jens, halt mal an. Ich traue mich fast nichts zum Trinken. Aber das stimmt. Ja, hier, sonst gibt es Mike. Am Feld kann nicht so viel passieren. Ja, also Mike? Kommt Mike auch eine noch. Was okay. Weiter? Tschö. Das
So, ich werde jetzt nochmal runterfahren auf der Bahn hochwärts den Mike abtanken und dann den Jens noch. Und dann ist der Anhänger auch schon fast voll. So, jetzt hat der René extra einen Kasten Bier besorgt und ich habe nichts zu trinken bei. Super. Boah, komm! Zieh! Vielleicht müsst ihr mal kurz anhalten, dann könnte ich ihm ja mal eine Hülse reingeben. Halt mal kurz an! Was ist los? Hier, ich hab was gegen Staub. Oh, das ist gut. Das staubt verdammt mächtig. Jo. So, warte, ich warte dann hier noch auf den Jens, dem drücke ich auch noch einen aufs Auge. Soll der so aussehen wie du? Nö, weiß schon, wie ich meine jetzt. Ach so. Eine Hülse, meinte ich. So. Lass ich den noch an mir vorbeifahren. Kann er abtanken und dann kriegt er auch noch ein Bierchen. Und dann muss ich auch zum Hof, dann bin ich voll. Ja, fahr vorbei, Jens. Ich komme längsseits. Halt's dann mal an, ja? So. Hier, ich hab vom Holger... Oh, das ist aber gefährlich. Nee, hier gehe ich nicht durch. Du, ich hab vom Holger was bekommen. Das der, Holger hat, der Holger hat mir aber schon was gegeben. Da hat mir auch eins für den Mike mitgegeben. Ach so? Oh. Ja, das wusste ich nicht. Egal. Ja. Dann nehme ich es erstmal wieder mit. Man muss es ja nicht verraten. Ich dachte bloß, es staubt so mächtig hier. Alles klar. So, ich werde dann erstmal auskippen fahren. Der Holger kommt auch, denke ich, gleich. Der Mais. Ah, da ist er ja schon. So. Ist heute so ruhig hier, sind alle recht konzentriert bei der Arbeit, habe ich den Eindruck. Ich bin gerade am Überlegen, wie eigentlich nachher die Schweine schmecken werden. Ach, schön mit Panade drumrum, schön knusprig, Pfeffersalz dran. Lecker. Ich habe mir schon überlegt, wir könnten ja unten von den gewaschenen Kartoffeln mal vielleicht einen Eimer voll oder so abzweigen und da könnten wir frische Pommes selber schneiden. Selber machen. Ja. Und vielleicht die Frauen einladen. Ja. Wenn es sein muss. Ich dachte ja bloß vielleicht, kommt denn Holger auch mit irgendjemand oder so? Ach so, du meinst die Carla. Ach die Gott. Die Carla, weiß denn, kann... Ja, kann er ja... die von seinen Kochkünsten überzeugen. Wo hat denn der Holger überhaupt den Kuchen? Wo hast denn den hingepackt, Holger? Den Kuchen?
Ja, hast du den nicht heute früh schon geholt? Nee, habe ich ins Büro getan. Aha. Aber ich habe noch keine Antwort drauf. Ja, ich gehe jetzt aber auch nicht rein. Also nicht wegen der Carla, sondern da ist noch eine andere Person, die will ich jetzt nicht unbedingt sehen. Ansonsten hätte ich schon mal gefragt, ob er den geschmeckt hat. Du willst doch sicher welchen abhaben, hä? Ja, weil ich denke, deine Jenny hat wieder den leckeren Apfelkuchen gemacht mit den dicken, fetten Butterstreuseln obendrauf. Ja. Oh. Weißt du, was das Blöde ist? Ja. Ich habe ihn im Ofen gesehen und habe nicht ein Stück abbekommen. Er sieht ja auch blöd aus, wenn Holger einen angefressenen Kuchen übergibt, oder? Ja, sie hätte ja zwei machen können oder so. Puh. Bist du schon wieder voll? Nee. Nein, nein. Gut. Ich hab noch ein bisschen Platz. Och, da hätte ich wohl gar nicht nochmal herkommen brauchen, oder? Mensch. Wieso bist du nicht gern bei uns? Ja, doch schon, aber wenn ich mit dem leeren Anhänger reinfahre, könnte das schon wieder blöde Fragen vom Egon geben. Dann machen wir da ein bisschen rein. Genau, dann nehme ich ein bisschen was. Dann sieht's wenigstens nicht ganz so blöd aus. Ja, weiß nicht, der Holger ist schon da, der nimmt jetzt wahrscheinlich den Rest. Ja, ich komm beim Jens mal rum. Oh, der hat ja aber fast bestimmt nichts drin, oder? Der Drescher, der hängt nicht allzu tief in den Federn. Naja, gut, es ist nicht mal der Boden bedeckt, aber egal, ich fahre nicht leer. So. Aber bevor wir reinfahren, würde ich sagen, wir nehmen erstmal noch einen kleinen Umtrunk hier, oder? Ja, denk schon, ne? Genug gearbeitet. Also hier kommt man ja zum Trinken, also im Westen haben wir ja nicht so viel getrunken, ne Jens? Das stimmt allerdings. Was habt ihr denn da gemacht? Ja, so auf jeden Fall nicht so viel Bier getrunken. Aber ihr habt doch mehr Pausen gehabt, wie ihr erzählt habt. Was macht ihr denn da in den Pausen? Ja, Brote essen, Kaffee trinken. Was Brote essen? Brot. Brot kann man trinken. Flüssigbrot, schon mal was gehört davon? Ja, das merke ich jetzt hier gerade. Ja. Aber ihr seht deutlich besser aus wie zu Anfang. Ihr seht jetzt richtig schön wohlgenährt aus. Ja. Genau, ein bisschen rund im Gesicht. Hä? So wie es sein muss. Naja. So, also denn, wir machen mal noch eins auf hier. Prost! Prost! Gleich 14 Uhr, da ist es eh fällig. Genau, das 14 Uhr Bier. Aber das 13 Uhr Bier hatten wir, oder? Da fehlt mir jetzt ein Stück Film. Ja, dann nehmen wir das lieber auch nochmal. Dann nehmen wir das auch noch. So, aber ich würde sagen, das nehmen wir dann ohne euch. Wir bedanken uns fürs Zuschauen bei euch. Hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne ein Däumchen da oder noch ein Abo, wer es noch nicht getan hat. Und seid gespannt auf die nächsten Folgen. Nächstes Wochenende geht's weiter. Von mir erstmal noch einen schönen Sonntag und tschüss. Von mir auch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Einen schönen Sonntag. Tschüss zusammen. Jo, schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.